Die endgültigen PCR-Resultate der Schultestungen in dieser Woche liegen nun vor. Mittlerweile ist auch die zweite Runde in Wien, wo auch am Mittwoch untersucht wird, ausgewertet. Insgesamt wurden in allen Bundesländern 1.131 Infektionen im Schulbereich registriert worden. In der Vorwoche waren es 1.121. In der Bundeshauptstadt stieg die Zahl nach dem zweiten Durchgang von 552 auf 825. Der Löwenanteil der entfällt aber auf die älteren Kids, die am Programm Alles gurgelt teilnehmen. Konkret wurden in Wien 748 Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe und 32 Personen, die dem Schulpersonal zugerechnet werden, positiv getestet, wie Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr der APA mitteilt. 45 weitere Fälle wurden bei der zweiten Testung in den Volksschulen entdeckt, wie das Bildungsministerium der APA berichtet. In Wien kommt in den Volksschulen das Alles-Spült-Programm des Bildungsministeriums zum Einsatz. In allen anderen Altersklassen wird das Wiener Programm Alles-Gurgelt des Ministeriums durchgeführt. Die Zahlen aus den anderen Bundesländern, in denen nur zu Beginn der ersten Woche PCR getestet wird, liegen schon seit Mittwoch vor. Konkret wurden aus Oberösterreich 124 Fälle gemeldet, aus Niederösterreich 50, 33 aus Tirol, 32 aus der Steiermark, 30 aus Salzburg, 26 aus Kärnten, 8 aus Vorarlberg und 3 aus dem Burgenland. Zurückgegangen ist in Wien die Zahl der teilgeschlossenen Standorte. Aktuell sind 184 Klassen in 159 Schulen gesperrt. Zuletzt waren es noch 206 gewesen, vor einer Woche noch 606. Die Zahl der geschlossenen Klassen lag am Mittwoch im gesamten Bundesgebiet bei 251. Das war deutlich weniger als in der Vorwoche, nachdem die Möglichkeit zum Freitesten durch einen PCR-Test von 10 auf 5 Tage verkürzt wurde. Auch müssen grundsätzlich nur mehr die unmittelbaren Kontaktpersonen in Quarantäne gehen.